Zum ersten Mal findet das Dülmener Weinfest im Bendixpark statt. Start war am Freitag, 28. Juni um 16 Uhr. Die Besucher bekamen gleich beim Betreten des Weinfestes die Aufgabe, ihren Lieblingswein bei den 9 Winzern und einem Dülmener Weinhändler im Park zu ermitteln. Ja, also wir sind ja zum ersten Mal dieses Jahr im Bendixpark. Wir haben 9 Winzer hier aus verschiedenen Regionen, Hessen, Rheinland-Pfalz, und einen Weinhändler hier aus Dülm, Einfachwein. Und dann gibt es noch Essensstände. Da haben wir einmal die Bäckerei Grote, das Täglich, Hartmuts kleine Grillerei, die Almburschen, das Eiscafé San Remo und das Coffee Bike. Und morgen ist von 16 bis 24 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Also es findet zum ersten Mal hier im Bendixpark statt. Wir haben bislang Erfahrungen im Bendixpark gemacht mit dem Dülm à la carte und das wurde super angenommen von den Besuchern. Und ja, der Park eignet sich eigentlich sehr gut für diese Veranstaltung. Deswegen sind wir guter Dinge, dass das sehr gut laufen wird dieses Wochenende. Heinz Dostert aus Nittel an der Mosel in der Nähe von Trier freut sich, Burgunder, Grauburgunder und Sekt aus dem Rekordjahrgang 2018 anbieten zu können. Unsere dominierende Rebsorte ist der Elbling. Dies ist Deutschlands älteste Rebsorte. Und weiterhin bauen wir auch die Burgundersorten an, wie Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder. Und lassen dann den Sekt vom Elbling auch noch herstellen. Machen unseren Weingut führen wir jetzt seit über 100 Jahren. 1910 ist er gegründet worden. Und wir vermarkten 30% an den direkten Endverbraucher und die übrige Menge dann über den Lebensmitteleinzelhandel. Sein Kollege Paul Geil aus Rheinhessen präsentiert Rieslingweine und Muscateller. Wir haben ein typisch rheinhessisches Portfolio an Rebsorten. Darunter gehört Riesling ganz klassisch, Weißburgunder, aber halt auch so Exote wie Bacchus oder Muscateller, Scheurebe. Ja. Ganz junge Weinberge, die 1 oder 2 Jahre alt sind, denn ihr Wurzelwerk noch nicht tief reicht, die bekommen eventuell Wasser. Aber ein Rebstock kann bis zu 5-6 Meter tief wurzeln und erholt sich sein Wasser aus tieferen Schichten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. So bietet die Bäckerei Grote auf dem Weinfest zum ersten Mal Backwaren zum Verzehr beim Wein an. Auf einem kleinen Anhänger bietet Tim Scholz aus Dülmen Bratwürste des Dülmener Metzgers Kerns an. Ein Oldtimer Fiat 500 zieht den originellen Grillanhänger. Wir haben einen alten Fiat 500 aus dem Jahr 72 restauriert und dabei ist uns die Idee gekommen, dass man mal eine Anhängerkupplung dran machen kann und einfach einen kleinen Grill dran hängt. Und damit sind wir hier in Dülmen und Umgebung unterwegs und grillen eine Wurst. Auf dem Frühjahrsfest hier in Dülmen und sind erst in diesem Sommer oder in diesem Frühjahr eigentlich gestartet mit der Idee. Über den Winter haben wir sowohl den Anhänger mit dem Grill gebaut und auch das Auto restauriert. Und es ist jetzt unsere erste Saison. Die meisten Standbetreiber sind nicht zum ersten Mal hier. Wir sind das dritte Mal auf dem Weinfest, die letzten beiden Male auf dem Marktplatz. Hier finden wir es besser im Bendixpark. Dann freuen wir uns diesem Jahr. Ja, also sehr interessante Kundschaft und sehr weinbegeisterte Leute. Ich denke, mehr gegen Abend wird sich das hier auch füllen. Ja, denke mal auch. Also das ist ja jedes Jahr so. Wir hatten auch schon Temperaturen knapp an die 40 Grad und die Dülmener verschieben dann ihre Feierlaune einfach später an der Abend. Und wenn die Sonne untergeht, ist es dann schöner zu feiern. Bis um 20 Uhr am Sonntag hat das Weinfest geöffnet. Die Standbetreiber erhoffen sich besonders in den Abendstunden viele Besucher.